Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie erinnern sich vielleicht, dass wir in der digitalen Lehre mittlerweile ein oder zwei Settings durchprobiert haben für das hybride Seminar. Und ich würde Ihnen ganz gern heute kurz die Ergebnisse eines Tests vorstellen, der heute gelaufen ist, auch unter Beteiligung von auswärtigen Gästen. Ich grüße ganz herzlich Dietmar Till aus Tübingen, der sich das Ganze mit angesehen hat. Wenn ich noch einmal erinnern darf, wie wir das Ganze aufgebaut haben oder versuchen aufzubauen, ging es ja im Wesentlichen darum, dass wir uns die Frage gestellt haben, ist es möglich, mit relativ einfachen Möglichkeiten und technischen Mitteln Interaktionen in kleinen Gruppen in hybriden Breakout-Räumen so zu organisieren, dass wir mit einem geringen technischen Aufwand, nämlich der Verwendung von unidirektionalen, also Richtmikrofonen auf der einen und Noise-Canceling-Headset auf der anderen Seite, sowas wie spontane Gruppeninteraktionen realisieren können, wenn ein Teil der Seminarteilnehmer im Seminarraum präsent ist und ein Teil der Seminarteilnehmer eben nicht vor Ort ist und nur via Videokonferenz zugeschaltet werden kann. Und das Ganze haben wir heute getestet in einem Setting, dass wir uns in der Wiener Straße, also im Fakultätsgebäude, getroffen haben. Ich darum gebeten hatte, dass wir dem Prinzip Bring Your Own Device folgen. Also ein Laptop mit Klinkeneingang für ein Mikrofon vorhanden ist und ein Headset, wenn möglich, als Noise-Canceling-Headset. Und dann haben wir von außen zugeschaltet Gäste, die dann mit uns ins Gespräch gekommen sind. Um es kurz vorwegzunehmen, das Ganze hat nicht funktioniert. Warum? Zum einen ist es so, dass ich nicht davon ausgehen kann, dass alle über das technische Setting verfügen, das ich benutze. Also es haperte an der Frage der Klinkeneingänge an Laptops. Klinkeneingänge, die vorhanden waren, waren teilweise zu schlecht geschirmt. Und das kann man von Studierenden schlichtweg nicht erwarten, dass sie in Laptop-Technik investieren, die über 1500, 1600 Euro liegt. Wenn das vorhanden wäre, würde es funktionieren. Kann man nicht voraussetzen. Das heißt, diese spontane Arbeit in Kleingruppen, in hybriden Breakout-Räumen funktioniert mit dem Prinzip Bring Your Own Device, so wie wir das jetzt ausprobiert haben, nicht. Das Gute ist, dass die unidirektionalen Mikrofone, die wir getestet haben, alle den Qualitätstest bestanden haben. Das heißt, Entschuldigung, sie sind wunderbar geeignet, um tatsächlich bestimmte Geräuschquellen aufzuzeichnen und nehmen andere Geräusche, die im Hintergrund laufen, gut weg. Das heißt, mit dem Setting, das wir, mit dem technischen Setting, das wir verwendet haben, kommen wir sehr gut zurecht. Das, worauf wir uns also in hybriden Seminaren einrichten sollten, ist, dass wir in einer Gruppe im Seminarraum diskutieren und von außen Gruppen in der Videokonferenz hinzuschalten können. Das ist natürlich eine besondere Herausforderung für die Seminardiskussion und Interaktion, denn so sind Arbeiten in Kleingruppen nur dann möglich, wenn die Gruppen zusammenarbeiten an den Orten, an denen sie sich befinden, nämlich entweder in voll digitalen hybriden Räumen, in Breakout-Räumen oder eben als Gruppe vor Ort in einem Seminarraum. Die Seminardiskussion erfolgt dann gemeinsam über eine Videokonferenzlösung und vor allen Dingen eine entweder in den Räumen vorhandene oder relativ einfach zu nutzende Video- und Konferenztechnik. Und von denen würde ich Ihnen jetzt mal folgende Settings vorstellen. An der Fakultät SLK haben wir in Dresden zum Glück ausreichend Logitech Group Videokonferenzsysteme bestellt. Mit denen können Sie ein solches hybrides Setting einer gemeinsamen Seminar- und Gruppendiskussion sehr gut realisieren. Im Moment liegt der Preis bei 900 Euro, der war schon einmal höher. Wenn Sie also keines solches haben für Ihr Institut, für Ihren Lehrstuhl oder für Ihre Fakultät, decken Sie sich entsprechend ein mit dem Logitech Group System, das im Aufstellen
doch etwas Vorbereitungszeit braucht, um das ehrlich zu sagen, können Sie bis zu 16 Personen in einem Raum gut so in eine Videokonferenz einbinden, dass jeder zu verstehen ist und alles für die Person im Raum zu verstehen ist. Und Sie hätten auch eine Kamera dabei, mit der Sie die Seminardiskussion einfangen können. Daneben gibt es noch kleinere Logitech-Systeme. Ich habe die Logitech Conference Cam Connect getestet. Damit können Sie bis zu 8 Personen in einem Präsenzzusammenhang in eine Diskussion bringen. Das Ganze kostet ungefähr 300 €, ist also etwas für den kleinen Handgebrauch, für kleine Workshops, Übungen und so weiter und so fort. Und heute haben wir gearbeitet mit einer Kombination aus dem Zoom H1, H1N und der OBS Bot Tiny, die den Vorteil hat, dass sie demjenigen, der spricht, also zum Beispiel dem Dozenten oder der Dozentin folgt, sodass eine Diskussionssituation auch dynamisch gestaltet werden kann. Das ist ja eines der größten Probleme in statischen Videokonferenzansichten mit den nicht dynamischen Kacheln. Auch diese Lösung bis zu 12 Personen kostet ungefähr 300 €. Wenn Sie Geräte, Stative und Kabellage noch mit dazu nehmen, das heißt, damit können Sie mit einer handelsüblichen Technik eine Seminardiskussion dann realisieren, wenn Sie eine Gruppe in Präsenz vor Ort haben und andere Gruppen von außen zuschalten. Diese sind ja in dem Wechselmodell dann buchbar und möglicherweise sind nicht alle Studierenden sowieso anwesend an ihrer Universität oder an ihrem Universitätsstandort, sodass sich da auch die möglichen Planungsstufen daraus ergeben. Nichtsdestotrotz, eine spontane Diskussion in hybriden Breakout-Räumen ist mit dieser Technik nicht zu realisieren. Das ist aber das Einzige, was möglicherweise in hybriden Seminaren zum Einsatz kommen kann. Wenn Sie allerdings, und das zeige ich Ihnen auch noch, größere Seminargruppen haben, dann kann ich Ihnen empfehlen, dass Sie zum Beispiel mehrere dieser Zoom H1N zusammenbringen und zum Beispiel über ein virtuelles Mikrofon oder ein virtuelles Mischpult laufen lassen. Das wäre hier, ich arbeite mit dem Voice Meter. Ich verlinke auch in der Infokarte das entsprechende Video zu diesem sehr schönen Tool. Und damit können Sie dann natürlich größere Räume bespielen und gleichzeitig bis zu 18 Personen in einem Seminarraum zusammenbringen mit einer Kamera und liegen dann bei 400 €. Ist also eine preiswertere Alternative als ein Logitech Group System. Allerdings ist der Aufwand des Aufstellens und Verkabelns auch nicht wesentlich niedriger, hätte nur den Vorteil, dass man, wenn man abschließbare Räume zur Verwendung hat, dass man tatsächlich dann mit 3 Stativen und einem entsprechenden USB-Kabel in der Verlängerung, damit arbeitet das System nämlich gut zusammen, sehr schnell eine Videokonferenzumgebung realisieren kann, auch wenn ein Raum eben nicht über entsprechende Technik verfügt. Meiner Erfahrung nach geht es sehr viel schneller auch im Aufstellen und im Zusammenräumen als mit dem Logitech Group System. Wenn Sie allerdings den Traum oder die Idee nicht aufgeben wollen, mit hybriden Breakout-Räumen zu arbeiten und eine Interaktion in kleinen Gruppen schnell und unkompliziert zu realisieren, braucht es wohl, und das wäre das, was ich dann irgendwann, nicht jetzt in den nächsten Tagen, gern einmal testen würde, folgendes Setting. Und zwar je interagierende Gruppe, also wir hätten jetzt hier 3 interagierende Gruppen, 3 solche Systeme in einem Raum. Ich fange mal oben links an. Also wir brauchen einen transportablen Notebook-Tisch, der höhenverstellbar ist, auf dem Sie entweder ein Notebook platzieren oder ein Tablet, das videokonferenztauglich ist, das heißt einen Klinkeneingang besitzt idealerweise. Ich erläutere gleich, warum. Das Ganze möglichst mobil, sodass Sie dann in entsprechenden Settings das Ganze
auch bewegen können von Raum zu Raum, sodass Sie das nicht fest montieren müssen. Darunter sehen Sie Schallabsorber-Trennwände. Die Kombination, so wie sie dasteht, kostet etwas über 400 Euro. In der Mitte das Neva unidirektionale Mikrofon mit einem Mikrofon-Tisch-Stativ, sodass Sie das optimal ausrichten können. Und ganz rechts sehen Sie einen Splitter, einen Audiosplitter, mit dem Sie Headset und Mikrofoneingang trennen können und darunter einen Verteiler, um mehrere Kopfhörer an dieses System anzuschließen, sodass Sie eine Kleingruppe vor diesem System platzieren können oder an einen normalen Tisch dieses System hinanschieben können, dahinter die Trennwand platzieren. Diese Gruppe vor Ort spricht durch ein Richtmikrofon und hört gleichzeitig, was in dem virtuellen oder im hybriden Breakout-Room gesagt wird. Das ist die einfachste Möglichkeit, um so etwas zu realisieren. Allerdings kostet das Ganze ohne die verwendete Laptop-Technik, die noch oben drauf käme, in Summe zwischen 450 und 550 Euro je Station. In dem Setting, das ich Ihnen vorher gezeigt habe, also diesen, sprechen wir dann also über 1.500 Euro pro Seminarraum, die Sie bräuchten, um so eine Technik zu realisieren. Dann allerdings ist es möglich, dass Sie sehr spontan in hybride Lehr- und Lernsettings hineingehen können, dass Sie diese Technik ja auch nicht immer brauchen, sondern idealerweise nur dann, wenn die Gruppen zusammenarbeiten. Wobei dann vollkommen egal ist, ob ein Student in der einen Sitzung oder eine Studentin in der einen Sitzung vor Ort ist und in der nächsten nicht, sondern weil sie sich dann immer den Gruppen zubuchen kann, die entweder vor Ort in Präsenz sind oder in der Videokonferenzumgebung. Das ist das ganze Geheimnis. Vielleicht ergibt sich ja die Möglichkeit, vor dem Wintersemester genauso ein Setting nochmal zu testen. Wie gesagt, man bräuchte drei Stationen in dem vorgestellten Seminarkontext und müsste dann, ohne dass ich jetzt Kaufempfehlungen für das eine oder andere Produkt aussprechen will, damit rechnen, dass man damit Seminarräume ertüchtigt, wenn man auf diese Art und Weise unterrichten will. Das soll es von mir gewesen sein für das hybride Seminar 3 im Kontext der digitalen Lehre. Noch einmal zusammengefasst, mit Bordmitteln und Bring Your Own Device wird man diese Herausforderung qualitativ nicht gut lösen können, aber Seminardiskussionen ohne Arbeit in Kleingruppen sind auch möglich, wenn Sie entweder die Logitech Group Kamera oder das Group-System, die Conference Cam Connect oder Kombination aus Raummikrofonen plus Kamera kombinieren. Hier ist eine Menge möglich und mich würde interessieren, mit welchen Settings Sie arbeiten, ob Sie schon Lösungsmöglichkeiten haben, um solche hybriden Settings zu ermöglichen. Wenn ja, schreiben Sie es gerne in die Kommentare, kontaktieren Sie mich auf anderem Wege. Ich bin hier an einem intensiven Austausch sehr interessiert und hoffe, dass wir da zu belastbaren Lösungen kommen, die uns hochschuldidaktisch auch weiterbringen, denn darum geht es ja schlussendlich. Bis dahin bin ich ganz herzlich, Ihr Alexander Lasch.